dieses Teil hier. Und da bin ich mal gespannt, wie das so funktioniert. Also ich habe natürlich schon einen Teil gemacht am Getriebe und das bauen wir jetzt gleich ein. Ich habe schon so ein paar Sachen ersetzt. Ich muss mal eben ganz kurz, bevor wir jetzt hier starten, muss ich noch mal eben ganz kurz an den Rechner. Mifa, moin moin, muss ich noch mal ganz kurz an den Rechner. Ich kann euch ja mal eben so lange hier Tilda von Unterbiss zeigen quasi. Aber ich stelle das mal hier hin und dann könnt ihr euch die mal noch ein bisschen angucken, bis ich die anderen Sachen habe. Ja, ich hätte mir vielleicht noch so einen Handyhalter holen sollen. Okay, Mifa schaut nur zu. Aber ich könnte dem Hund ja mal ein schönes Stückchen Möhrchen geben. Ne? Ja, so. Wenn ich das jetzt hier oben drauf stelle. Ich muss die leider hier in dem Käfig lassen, weil die noch so ein bisschen jünger ist, und wenn ich sie hier mit einer Schleppleine, das hatte ich auch schon mal bildfrei laufen lasse, dann geht die auf jeden Fall und frisst hier die Steine auf. Und das will ich auch nicht. Und man hätte sich vielleicht hier so eine Käppi mit Dings, ey, das wäre doch was gewesen, so eine Käppi-Halterung. Okay, das Teil habe ich ausgepackt. Kann der Karton schon mal hier hin. So, ich brauche das Ding, das. Das brauche ich gleich auf jeden Fall. Was sagst du? Ich mache gar nichts kaputt. Mach doch auf. Warum welcher Wagen? Ja, weil euer Wagen. Hätte er nicht reinfahren können? Ne, das passt nicht ganz. Weil euer Wagen eine neue Bremse kriegt und die Innenverkleidung, wer auch immer die abgebissen hat. Hier vorne, ne? Mhm.
Kommt am Montag. Den kannst du eigentlich rüberfahren, wenn du willst. Ich nicht. Ja, einfach stehen lassen. Und dann kannst du ein bisschen Lack drauf machen. Aber Montag brauchen wir den. Wann denn Montag? Montagmorgen. Tag. Ja, dann mache ich das Dienstag. Er fällt ja noch. Montag, weil wir sind, ich bin eingeteilt zu Plakaten fahren. Ja, dann kannst du haben, Montag. Weißt du, das ist der Hund, den du gefunden hast? Nein, der Hund, den ich gefunden habe, der ist schon wieder weg. Das ist der andere Hund. Das ist dein Hund. Das ist mein Hund. Sieht aber gefährlich aus. Ich kann auf jemanden zeigen, ne? Ja. Und beim Hundetrainer probiert. Da geht die drauf und lässt auch nicht los. Der musste sich den Arm ausziehen. Diesen Beißarm. Das ist eine Bulldogge, ne? Aber die ist so, ist sie lieb. Das ist nur Tau. Tau? Ja, ja. Das machst du hier wieder. Getriebe. Getriebe? Oh. Oh. So. Eine Zeichensprache. Mhm. Oder okay. Na, dann würde man nicht stören. Ja, verpisst euch. Oder ich fasse es. Das war lieb. War nett gemeint. Ne? Ja, das ist von mir ist das immer ein Kompliment. Ja, ja. Ne? Andere hätten gesagt, leck mir mal an. Genau. So, bis später. Ja. Hm. So, Moment, jetzt muss ich mal eben hier. Was brauche ich denn noch? Das. So sehen können. Das Ding morgen. Das haben wir. Das haben wir. Handschuh brauche ich noch. Oh Gott, jetzt seid ihr umgefallen. Und zwar ist das das Ding, was ich abbauen muss. Und das ist wirklich ein bisschen scheiße. Und irgendwie muss ich euch ja auch mitnehmen, ne? Hier sind schon wieder fliegende Ameisen. Irgendwie muss ich euch ja auch hier das ja auch zeigen. Was ist denn, wenn ich das hier hin tue? Dann seht ihr meinen Arm. Oh, da könnte es doch schon fast gut sein, kann ich zwar nicht mal die Kommentare lesen, aber das war nicht so wild. Muss ich mal eben die Öle hier abschrauben. Und dann zeige ich euch, was ich hier noch erledigen muss.
wahrscheinlich wird mir gleich übelst viel Öl entgegenkommen. Ich habe aber hier eine Pappe drunter gelegt. Zumindest ist es heute nicht windig. Zwar ist da oben, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich lasse das mal eben erst einen Moment abtropfen. Ja, ich habe auch natürlich mal wieder den kleinen Schraubenzieher vergessen. Kann ich euch denn auch mal, warte mal, kann ich euch denn auch andersrum? Kann ich das drehen? Okay, also kurz zur Info, wir müssen, das ist das Getriebe, wir müssen diesen kleinen Ficker hier, den müssen wir rausbekommen. Und dann müssen wir dann noch einen Kabelbaum löten. Da bin ich ganz besonders gespannt drauf. Ja, ich bin eigentlich, ich habe das mal gelernt. Also ich habe wirklich Kfz-Technik, habe sogar einen Servicetechniker. Und jetzt bin ich gerade dabei, meinen Camper zu machen. Und der hat, ja, der hat, wie soll man das sagen, der hat Probleme mit dem Getriebe. Ich habe da auch schon Späne drin festgestellt. Der ist halt, warum ist denn das Bild? Ach, das ist spiegelverkehrt. Na, verstehe. Ja. Warum ist das denn so? Ich verstehe das gerade, das Bild nicht. Das ist ja voll auf dem Kopf, oder sehe ich das falsch? Ja, sicher. Oh, es ist auch noch ein fetter Öltropfen hier auf das Display. So rum ist es besser, ne? Ja, so rum. So, jetzt seht ihr die. So ist doch richtig, ne? Ist auch falsch rum. Warum ist denn das Bild auf dem Kopf? Das ist ja mal völlig verdreht. Warte mal, achso, ich kann ja hier. Oder nee, da stelle ich das, glaube ich, nur um auf meine Fresse. Ne? So. Okay, dann machen wir es mal so. Ja, sei es mal am Lurken. Aber das könnte ich super in der Einstellung hier. Ja, das mache ich auch. Warte mal, ich stelle euch mal hier hin. Das ganze Ausmaß gleich bewundern. Jetzt sehe ich nichts, weil sich die Sonne spiegelt. So ein bisschen weiter. Wir sind auf jeden Fall gleich da vorne dran. So, ich hole mir mal noch mal Werkzeug. Ich komme gleich wieder. So, ich bin wieder da, Leute.
Ich habe mir mal ein Handtuch mitgebracht. Und Werkzeug quasi. Ihr könnt auch ruhig Kommentare schreiben. Jetzt kann ich sie ja wieder lesen. Ja, das lege ich mir schon mal. Passend die Wanne hier unten drunter. Das hier ist dieser blöde. Ja, jetzt liegt er auch da ganz hinten wieder. Das ist dieser blöde kleine Pisser, der mir vielleicht das Problem beschert hat. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau, ob der das auch wirklich war. Und ich muss ihn irgendwie rauskriegen jetzt. Natürlich hier eine Operation am offenen Herzen, ne? Gefühlt. Da muss ich drauf achten. Mist, jetzt habe ich das da ganz hinten gelegt. Hier muss ich natürlich darauf achten, dass der vernünftig rauskommt. Und ich weiß noch nicht genau, aber der hat doch nur die eine Sicherung da drin. Und ich weiß noch nicht genau, wie das gehen soll. Da biege ich mir auf jeden Fall den Kontakt mit weg. Da muss ich mir erstmal den neuen holen. Scheiße. Warum habe ich das dann nicht so gemacht? Oh, schön, erstmal habe ich so lange nicht gerobbt. So, das ist der neue. Das ist der neue. Das ist aber auch eine Pisse. Die anderen habe ich schon alle getauscht. Aber der war in der Lieferung nicht dabei. Ich mache mal hier den Stecker ab. Wenn es dann auch mal geht. Oh, ich stehe jetzt verbogen. Nee. So, biege ich den mal weg hier. So, wie kriege ich den da raus? Das ist eine gute Frage, ne? Vielleicht mit Gewalt. Jo, da ist es. Kleine Stricher. Das ist natürlich die Frage, ob das auch der richtige ist, den ich jetzt hier in der Tüte habe. Der sieht mir nämlich nicht danach aus. Ja, doch, kann sein, vom Stecker her. Fuck. Ist ja blöd, wenn es nicht der richtige ist. Wie sieht das denn vom Stecker her aus? Der Stecker da drauf? Natürlich auch nicht. Habe ich den falschen, ey. So eine Pisse. Oder? Der passt nicht. Scheiße. Mist, ey. Ist das eine Rotze oder was? Müsste man den mal durchmessen. Das ist auch der Translock. Das ist ein Scheiß. Jetzt habe ich so viele Teile bestellt. Und es war doch der falsche.
Freunde der Nacht. Ich müsste davon eigentlich mal eben ein Foto machen, aber dann bin ich ja aus dem Dings raus, oder? Oder kann ich gleichzeitig hier von Bild machen? Das könnte ich doch mal gucken. Oh, er sieht immer eine blöde Fresse auch noch. Kann ich? Freunde, ich versuch's mal eben. Und gucke mal.